Das sind Angriffe auf Menschen, das sind bewusste Menschenrechtsverletzungen in weiten Teilen durch Kulturerbezerstörung. Es werden ganze Gemeinschaften in die Flucht geschlagen, Jesiden, Turkmenen, andere. Und diese Art von Angriffen auf Menschen durch Kulturerbezerstörung, das ist eine neue Qualität. Und ich denke, dem muss sich sowohl das Völkerrecht wie auch das System der Vereinten Nationen stellen.